Okay, harte Reifen beim nächsten Stop. So, gib mir die scheiß Reifen. Schnell. Ich bin ernsthaft vor Hamilton. Verdammte Scheiße. Das überrascht mich jetzt richtig. Denn er hatte so eine gute Ausgangslage. Er hängt sogar hinter Alonso und Vettel zurück. Unglaublich. Verdammte Scheiße. Das ist... Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Was hat McLaren bei dem Boxenstopp angestellt? Ich meine, wir haben dies geschafft, dass er einen längeren Boxenstopp braucht als ich. Wenn hier alles eigentlich normal abgelaufen wäre, dann wäre Hamilton reingekommen, hätte gestoppt und dann hätte ich sogar auf ihn warten müssen, bevor ich rausfahren könnte. Aber irgendwie muss McLaren was verkackt haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich meine, er war direkt hinter mir, als ich an die Box gefahren bin. Das heißt, dass er eigentlich, wenn wir losfahren und beide einen gleich schnellen Boxenstopp hätten, auch noch direkt hinter mir sein müsste. Aber das war er nicht. Denn ich habe noch ein paar Sekunden länger gestoppt, als er eigentlich stoppen sollte. Wegen dem scheiß Frontflügel. Okay, ich muss mich jetzt wieder auf die Strecke und aufs Fahren konzentrieren. Und eigentlich habe ich jetzt einfach nur einen anderen Gegner hinter mir, also einen anderen gefährlichen Gegner. Und den darf ich genauso wenig vorbeilassen wie Hamilton. Und um das zu schaffen, werde ich genauso fighten müssen wie gegen Hamilton. Und vor allem muss ich in der Scheißkurve aufpassen. Okay, er fährt sogar noch aggressiver als Hamilton, finde ich jetzt. Okay. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ah. Scheiße, Alonso. Mach keinen Scheiß. Muss ich jetzt einfach fragen, wo und wie man das Kers einsetzen will. Denn einerseits kann man es eventuell schaffen, ihn hinter sich zu halten, also vor der DRS-Zone, sodass er gar kein DRS bekommt. Und ansonsten muss man ihn einfach in der DRS-Zone hinter sich halten können. Und das geht auch gut, wenn man am Anfang Kers einsetzt. Es gibt jetzt also zwei Orte, wo es praktisch ist. Vor dem Messpunkt und in der DRS-Zone selbst.
Und genau das werde ich jetzt wahrscheinlich einfach machen. Und ich glaube eher weniger, dass ich ihn wirklich aus der Zone halten kann. Deshalb werde ich extra investieren in der DRS-Zone. Nein! Ah, oh, jetzt habe ich nur noch eine Scheißrückblende. Also gar keine mehr jetzt. Jetzt muss ich also gleichzeitig Alonso hinter mir halten und vorsichtig fahren, damit ich keinen Scheißunfall baue. Okay, schnellste Runde. Tatsächlich. Und wenn ich mich nicht irre, ist Alonso damit außerhalb der DRS-Zone. Man wird es gleich sehen. Deutlich, ja, deutlich. Vorsichtig in der Kurve. Man könnte ja meinen, dass die Singapore Sling hier vor uns irgendwie gefährlich sei, aber ich sehe das eigentlich nicht so. Man kommt eigentlich immer relativ flüssig durch und relativ unfallfrei. Gut. Sind einfach immer noch 3-4 Runden. Und ich hoffe mal, es sind 4 unfallfrei. Denn es sieht nicht mehr so aus, als könnte Alonso mithalten. Ich dachte, er wäre vorhin schon mit voller Drehzahl gefahren. Können die sich mal entscheiden? Es sieht so aus, als würde er näher kommen und das lässt tatsächlich darauf schließen, dass er jetzt mit voller Drehzahl fährt. Was keine gute Nachricht ist. Ich habe gerade wirklich Schiss, wenn ich irgendwie auf die Randsteine komme. Dass irgendein blöder Unfall mich aus dem Rennen wirft. Deswegen versuche ich auch sie so halbwegs zu umfahren. Einfach die gefährlichen Randsteine. Das sind eigentlich immer die in der Kurveninnenseite.
Ja. Man muss halt nur einmal falsch aufsetzen irgendwie auf der Strecke. Und schon hat man keinen Grip mehr. Und dazu muss man aber eigentlich erst ein Stück weit von der Strecke abheben. Und bei diesen Randsteinen, bei den höheren, ist das eben gefährlich, dass sowas passieren kann. Okay. Er kommt nicht näher, wie es aussieht. Was mich jetzt natürlich komplett zerstören würde, wäre ein Kehrsausfall, aber ich hoffe jetzt mal darauf, dass mein Team das nicht hinkriegt, dass ich so ein was bekomme. Also eigentlich hoffe ich darauf, dass das Spiel mir nicht sowas zwischen die Beine wirft. Oder eben zwischen die Räder, ja. Okay. Denn wenn jetzt eben Chaos ausfallen würde, würde ich erstens Zeit verlieren pro Runde. Einfach eine Sekunde, glaube ich, ungefähr. Macht es ungefähr aus. Aber ist wahrscheinlich von Strecke zu Strecke verschieden. Auf jeden Fall würde ich in jeder Runde ein wenig meinen Vorsprung verlieren. Und was das noch größere Problem wäre, wäre, dass ich mich an den entscheidenden Stellen nicht mehr verteidigen könnte. Denn die beste Verteidigung gegen DRS des Gegners hinter einem ist eben einfach, wenn man selbst Kehrs hat. Was dann einfach mehr an dem Punkt raushauen, als der Gegner macht. Wenn man das ordentlich hinkriegt, dann hat man eigentlich gute Chancen, ihn hinter sich zu lassen. Gut, kommt auch auf die DRS-Zone drauf an. Zum Beispiel in Shanghai hat man einfach gar keine Chance, irgendwen hinter sich zu lassen. Weil dort einfach eine kilometerlange DRS-Zone ist. Geht nicht mehr lange. Ich will keinen Unfall mehr bauen. Gut. Nur noch ein paar Kurven. Ein paar ganz harmlose Kurven. Okay.
Oh. Ist mir gerade eine Last von den Schultern gefallen. Oh. Ich bin echt glücklich, dass das jetzt so gut ausgegangen ist noch. Das Team. Nichts zu sagen. Doch. Okay. Hervorragendes Rennen, hervorragende Saison. Du hast den Fahrertitel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von mir und dem ganzen Team. Eine fantastische Leistung. Ja, cool. Fahrerweltmeister. Ich glaube, es sind nämlich nur noch 6 Rennen übrig und in 6 Rennen kann man keine 156 Punkte aufholen. Also Leute, cool. Ja, und jetzt feiert man eben so die Meisterschaft. Den Weltmeistertitel. Ja. Der Robidog stellt Rekord von 2011 ein. Wuhu. In Singapur. Das ist echt früh. Also normalerweise schafft man das erst deutlich später. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.